Moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS17 auf dem Sonntagnachmittag, würde ich sagen. Und zwar, wir wollen jetzt hier erstmal wieder den einen rausnehmen. Setzt ein Stück zurück. Dann kann der hier vorne nämlich seinen Rest dreschen. Aber da er ein Cosplay-Helfer ist, war das vielleicht gar nicht so geschickt. Das Gerät erstmal ausmachen, ist leer. Also, ne, heute unser Plan mit allen vier Drescher drüben Raps. Das Feld in Akkordzeit, Akkord, wie auch immer, abernten. Dafür haben wir ja die Flotte. Zu viert. Ich versuche das jetzt gleich heute doch nochmal mit Cosplay, aber ohne Versatzdrescher-Einstellung. Das ist mir zu aktiv. So, der folgt. Der können wir jetzt noch einmal schnell leer machen, weil wir brauchen natürlich gleich die ganzen Kapazitäten drüben. Dann schicken wir den nochmal zum Hoflager, hier den LKW. Ich weiß gar nicht, warum der Axion hier noch rummeckert. Der soll auch eigentlich direkt abfahren. Ich weiß nicht, wo er hin will. Hat er eine neue Route? Sofort abfahren. Komisch, komisch. Wo ist denn eigentlich der andere geblieben? Ist er hier, ne? Den sollten wir eigentlich auch nochmal leer machen. Hallo, Gaspedale. Soll man zwischendurch immer Cattle and Crops spielen, glaube ich, kommt man da wieder so ein bisschen in den Tüdel. Weil man da aktuell ja noch nicht mit länger unterwegs ist. Das Messen lohnt gar nicht. Ja, zu langsam haben wir schon alles weggekippt bis dahin. Ich weiß gar nicht, wo ich die aktuell parken soll. Ich glaube nicht, dass wir den auch beim Raps brauchen werden. Aber wohl vielleicht doch. Ich fahre den jetzt einfach mal rüber. Aber wir werden mit dem Überladewagen arbeiten, so viel ist sicher. Dann haben wir den LKW mit den beiden Trailern. Der soll natürlich dann der Abfahrer nachher sein, der das Ganze irgendwie zum Hoflager bringt oder meinetwegen auch schon direkt zur Speiseölfabrik. Dann hätten wir hier vielleicht noch einen, mit dem hier. Das wäre, glaube ich, ganz gut, weil der hat ja auch eine Menge Kapazität. Fährt gerade durch. Dann lassen wir ihn einfach hier stehen. Macht ein bisschen Stau. Das ist ja auch nicht so wild, ne? Fertig. Fertig von Raps. Wir müssen noch die Flotte jetzt ein bisschen neu aufstellen. Das dauert natürlich jetzt die heutige Folge, bis alle wieder hier drüben sind und am Arbeiten sind, wird ein bisschen Zeit vergehen. Ja, danke. Auf der einen Seite gut. Dass bei uns hier reingefahren ist, hat den Vorteil, sonst wäre ich vielleicht auf der Leitplanke hängen geblieben. Die ist echt bös versteckt da in dem Busch. So, den lassen wir erstmal hier stehen. Dann nächster Schritt ist, den abfahren zu lassen. Dann müssen wir jetzt erstmal gleich einen Cosplay-Kurs kalkulieren. Der Axion steht schon. Hauptsache, der ist jetzt leer. Das gibt's ja nicht. Das ist der richtige. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm heute los ist, aber es ist jetzt auch egal. Wir wollen ja eh drüben Raps. Dann machen wir den da vielleicht noch voll.
So ein alberner Krams. Dieses Feld haben wir noch gar nicht kalkuliert, ne? 16 dürfte das sein. Hat sich dann diese breiten Schneidwerke ausgedacht. Ja, in New Holland wird das gleiche wieder fahren. Also wir gucken mal. Und für 16 haben wir noch keinen, oder? Doch, 16 können wir ja nehmen. 13,60, wir machen ein weniger. Wir machen 4 Vorgewände sogar. Scharf. Ja, da werden mehrere Fahrzeuge auf demselben Kurs sein, aber ich lasse das trotzdem lieber. Ich kriege das nicht richtig hin mit der Einstellung. Ich nehme da lieber meine Variante. Fängt am ersten Wegpunkt an. So, F16 dreschen. Muss den einmal ordentlich reinsetzen. So, der nächste F16 dreschen. Gut, jetzt haben wir den so blöd hingestellt, jetzt kriegt er den Punkt scheinbar nicht mehr. Motor startet, Drescher startet. Next one, please. Nee, nee, nicht auch auf den ersten. Du musst auf den zweiten gehen. Die ist ziemlich genau gemanagt. Das gibt's ja gar nicht. Guck mal, da haben wir es doch. Dann nehmen wir erstmal den Voll hier den Follow Me raus und versuchen uns hier durchzuquetschen. Gleichzeitig suchen wir auch F16 dreschen. Schmeißen den Motor an. Nächster, naheliegendster. So, haben wir den auch auf der richtigen Route. Einer fehlt noch, der Johnny. Der steht hier. Ja, das ist der Klaas. Der steht so nah dran, dass wir den John Deere nicht erwischen können. Jetzt kann ich hier nicht rüber. Los, hinterher. Gleiches Spiel. F16 dreschen. Naheliegendster Wegpunkt. Gerät anschmeißen. Kurz mal alle Wegpunkte anzeigen, damit wir wissen, wo wir hin sollen. Wir sollen nämlich hier hin.
Oder was? Was macht er? Warum will er nicht? Oh. Der war viel zu langsam eingestellt irgendwie. Wieso drischt er denn nur so langsam? Weiß ich gerade nicht. Muss aber erstmal kurz so bleiben. Wir müssen nämlich schon zu den ersten fahren und abbunkern. Dann können wir zumindest schon mal behaupten, alle vier Drescher haben wir hier rübergekriegt heute noch. Ist doch schon mal nicht schlecht. Da sehen wir auch, was für eine Arbeitsbreite die jetzt zusammen haben. Und warum er jetzt so stoppt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber das schafft was hier, ne? Sehr cool. So, fangen wir mit dem an, der ist eh so langsam. Natürlich hinten haben wir jetzt ein Problem, glaube ich. Ne? Die Cosplay-Drescher lassen sich auch nicht so viel Abstand. Die heizen einfach weiter. Ne? Die sind da meistens nicht so vorsichtig. So, der ist schon leer mit 5000. Ich will nur alle einmal schnell leer machen hier und dann können wir uns nochmal um den verkrüppelten John Deere kümmern. Sollten sie denn wen jetzt machen, weil er einfach viel zu langsam unterwegs ist. Das ist sonst ein Problem, dass wir hier irgendwann aufgerundet, hier überrundet werden. Spätestens nach einer Runde wahrscheinlich. So, da kommen wir raus. Nicht ganz weit genug. So, der dürfte aber auch leer sein. Oh, was, der ist schon voll? Wie kann das denn sein? Das Problem ist natürlich aber, wir sind hier viel zu hoch, ne? So, bunkert er ab, das passt. Es kann sein, dass der andere sich vorbeiquetschen will. Oder wartet, ich weiß es nicht. Er wartet. Der nächste wartet auch. Das Problem ist halt echt nur... Das ist aber ein schönes Bild, ne? Müssen aber noch ein bisschen weiter in die Richtung rennen. Cool. Gefällt mir. Könnt ihr auch mal ein Like da lassen, wenn es euch auch gefällt. Also ich finde es schick. Schade, dass der John Deere da hinten jetzt fehlt. Aber der ist halt irgendwie ein bisschen gehandicapt. Fährt er denn in die falsche Richtung oder was ist sein Problem? Falscher Kurs, ne? Das ist doch Feldarbeit. Ich verstehe den Drescher nicht. Kann das sein, dass er irgendwie rumzickt, weil er sowieso viel zu schnell ist? Ja, klar, mit der Geschwindigkeit könnten wir die anderen Drescher wieder aufholen, ne?
Aber das ist ja auch nicht so mein Ziel eigentlich. Gar nicht den Kurs, haben wir den gar nicht geladen. Auf 16 Dreschen. Doch, haben wir ja. So, 9 km/h wie die anderen, ne? Geht doch. Die fahren immer noch so schön im Verband. Cool. Also, schön, dass wir das Ganze soweit schon mal produktiv haben. Meiner Meinung nach hervorragend. Und ich denke, ja, damit geht es dann morgen ganz normal weiter. Denn wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe wie immer, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat. Ihr mich natürlich gerne mit dem Like unterstützt und dann auch morgen wieder reinschaltet, wenn wir hier noch ein paar schöne Drescherbilder kriegen. Mit 3 Dreschern im Versatz. Drüben auf Feld 16. Große Rapsernte. Geht zum Start der Woche auf jeden Fall weiter. Ich denke, ein, zwei Folgen wird das noch dauern. Kommt darauf an, wie gut wir die 4 Drescher jetzt gleich am Laufen halten können. Und mit Glück ist das Feld morgen fast schon geerntet. Ne? Mal gucken. Bis dahin, danke und tschüss.